So, da ist sie ja, die Delia. Auf geht's in Video Nummer 2. Hallo zusammen. Das ist hier mein zweites YouTube-Video. Ich habe mich sehr über die vielen positiven Kommentare gefreut zu meinem ersten Video. Es ist wirklich sehr gut angekommen. Und deswegen habe ich mich dazu auch entschlossen, jetzt weiterzumachen und die Geschichte weiterzuerzählen. Ich habe mir dieses Mal sogar eine kleine Liste gemacht, was ich alles chronologisch erzählen möchte, damit das nicht durcheinander wird. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, wenn sie da, und sie möchte ja wirklich chronologisch sozusagen das letzte halbe Jahr mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern, mit ihren Followern und Abonnenten besprechen, da macht es durchaus Sinn, damit man nicht wirr in die eine und in die andere Geschichte reinstolpert, dass man sich da so ein bisschen Notizen macht, so ein bisschen kleinen Ablauf zusammenschreibt, damit das für alle anderen Außenstehenden auf jeden Fall auch Sinn macht. Ich muss so kurz überlegen, wir waren stehen geblieben, als er bei mir eingezogen ist und ich meinte, der muss mal irgendwann jetzt auch mal wieder raus. Er hat mir dann erzählt, er hätte noch eine Wohnung in Berlin, die wäre aber leer. Er hätte die Möbel aufgrund eines Angebots von einer Dame bei ihm mal eine gewisse Zeit zu wohnen, alle rausgeschafft, im Transporter in den Keller von derjenigen. Und ja, da wären jetzt die Möbel und die Wohnung wäre leer. Genau, das war ja eine ganze Zeit lang so, dass die Bernauer Wohnung zwar irgendwie, hatte ich auch damals mitbekommen, dass es hieß, es gab Sponsorinnen, die irgendwie für die Mietzahlung noch aufgekommen sind und die Wohnung leer dasteht, weil er nicht wusste, ob er mal wieder einen Rückzugsort braucht oder auch eventuell wieder zurückkehrt oder zurückkehren möchte in seine Wohnung. Weil die 3 Monate, die er da jetzt eigentlich nicht vorhatte zu sein, die hätte das untervermietet werden sollen und dann hätte er sich die Miete gespart. Aber in Wirklichkeit stand die Wohnung einfach 3 Monate lang leer bzw. kürzer. Und er hat auch die Miete da nicht bezahlt. Das kommt aber später noch. Wen wundert's, oder? Dass die Miete nicht bezahlt wurde, weil kann man ja gern auch in andere Dinge investieren. Jedenfalls hat er mir auch erzählt, die Wohnung zahlt YouTube. Ich weiß nicht mehr, ob er gesagt hat, die YouTube würde das als Kooperation machen oder dass seine Videos so gut laufen. Die Wohnung zahlt YouTube? Okay, Herr YouTube, wir bräuchten noch einen Sponsor, der unsere Nebenkosten hier übernimmt. Herr YouTube, können wir da eine Kooperation miteinander eingehen? Nein. Da erzählt er, ich meine, wir wissen, er ist ein Schwätzer. Er erzählt ernsthaft, Onkel YouTube zahlt hier die Miete, weil die Videos klicken so geil, also die Videos, die ja auch immer eine Woche später wieder offline genommen wurden, egal ob Dubai oder davor schon, aber die Videos klicken so geil mit seinen paar tausend Abonnenten. Wie viel hat er denn da aktuell? Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt. 3000, 4000 irgendwie so. Die Videos klicken so gut, dass er YouTube gesagt hat, wir zahlen deine Miete, Mike. Ja, der lebt aber auch wirklich im, keine Ahnung, was für ein Land der lebt. Hat natürlich am Ende dann auch nicht gestimmt. Ach. Jedenfalls am Anfang, wo er bei mir gewohnt hat, da hat er noch ab und zu mal eine Brezelstange gekauft oder so und hat dann gesagt, ob ich ihm 20 Euro bar geben könnte und er wird mir das dann von PayPal rüberschicken. Ich weiß nichts. Was da, warum er das nicht auf seinem Konto hatte oder warum er da nichts abheben konnte, auf jeden Fall war das. Naja, warum er das nicht abheben konnte, war klar, denn das Konto war ja gesperrt, es war ja gefändet. Das wissen wir alle mittlerweile, dass die Staatsanwaltschaft ja eine Fändung aufs Konto eingeleitet hat, weil es waren ja die 4000 Euro Geldstrafe, die für die er jetzt ja sitzt, die wollte die Staatsanwaltschaft natürlich schon längst von seinem Konto einziehen und deswegen gab es eine Pfändung auf seinem Konto, was ja der Grund war, warum das prominent getrennt Gagengeld ja auf das Konto von Janice gegangen ist und somit konnte er auch nicht an sein Konto ran, um weites Geld abzuheben, wobei es ja dann irgendwann so war, glaube ich, dass er in München ja versucht hat, ein neues Konto zu eröffnen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es dazu gekommen war. Aber ja, selbst wenn, also jeder normal denkende Mensch weiß, das dauert ein paar Wochen, dann geht auch da die Pfändung drauf. Denn der Punkt ist ja, wenn du ein neues Konto öffnest, klar ist das erstmal pfändungsfrei, aber die Daten werden ja weitergeleitet und an die Schufa und so weiter. Und da steht ja drin, dass es im vorigen Konto eine Pfändung gab und es wird wahrscheinlich keine paar Wochen, also hätte es gedauert, bis die Staatsanwaltschaft gewusst hätte, da gibt es ein neues Konto, also wird da wieder die Pfändung ausgesprochen. So, und deswegen gab es die Zahlungen an Delia nur vom PayPal-Konto
Und da sind wir uns auch sicher, das ist Sponsorgeld gewesen. Es gab ja immer wieder Damen, die ihm da ausgeholfen haben. Und ich sage nur Dubai, gab es ja auch ein schönes Startbudget, um in Dubai durchzustarten. Ja, und das war die Kulisse. Wobei man sagen muss, also, ich meine, wir haben ja, könnt euch erinnern, das war ja immer relativ flachsig, wenn die Leute auch geschrieben haben, Mike, du siehst so dünn aus, du bist so abgemagert, ess doch mal ordentlich. Das scheint aber wohl wirklich gestimmt zu haben, dass der einfach echt wenig gegessen hat. Und warum? Weil keine Kohle da war, beziehungsweise wenn Kohle da war, dann wurde das in andere Dinge investiert, die ihm wohl wichtiger waren als zu essen. Und ja, dass er da nicht die Spendierhosen gegenüber Delia offen hatte oder anhatte, das scheint sich auch immer mehr rauszukristallisieren. So. Am Anfang so, dass er mir über PayPal mal 10 Euro geschickt hat, mal 20 Euro. Das war dann tatsächlich scheinbar Geld von YouTube. Gut, nach heutigem Wissensstand wissen wir nicht, ob ihm nicht da... Na, Geld von YouTube, meines Wissens kannst du dir doch... Oh Gott, da lege ich mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster, aber meines Wissens kannst du dir doch dein monatliches YouTube-Geld nicht auf PayPal überweisen lassen. Allein schon wegen der steuerlichen Geschichten. Also meines Wissens, also ich musste das damals, als ich mich dafür entschieden habe zu monetarisieren, mit YouTube Geld zu verdienen, da musst du neben deiner Steuer-ID-Nummer und so weiter, das wird alles gecheckt, musst du ein deutsches Bankkonto angeben. Ich glaube nicht, dass du... Lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich meine, dass du nicht ein PayPal-Konto angeben kannst, um dir das Geld zu überweisen, um alleine sowas wie Geldwäsche und Verschleierung und so weiter zu unterbinden und um diese steuerrechtlichen Geschichten abzusichern. Also wenn, dann gab es ja gespendetes Geld auf PayPal von Zuschauerinnen und Zuschauern, aber YouTube überweist meines Wissens nach nicht auf PayPal. Regelmäßig mal Frauen da was rüber gepaypalt haben. Jedenfalls musste ich ihm das genau. Dann Cash geben und er hat mir das per PayPal weitergeleitet. Und dann hat er ab und zu morgens mal eine Brezelstange geholt oder eine Breze oder so, was sich dann natürlich auch sehr schnell wieder gelegt hat. Ein ergiebiges Frühstück. Es gibt morgens immer mal eine Käsebrezelstange. Aber am Anfang, das war dann anscheinend mein Laufbombing. Mein Laufbombing war außerdem... Was war das Laufbombing, dass er dir morgens eine Käsestange ausgegeben hat? Mike weiß, was wie man eine Frau glücklich macht. Oh Gott, wie unangenehm. Dass er einfach nicht laut geworden ist. Also, dass ich da noch gewisse Dinge tun konnte, die ich danach nicht mehr tun durfte. Wie zum Beispiel auf ein Event gehen, wo ich eingeladen war. Ich habe ihm auch extra am Anfang gesagt... Haha, ich wollte mal testen, ob es funktioniert, dass ich mein altes Leben nicht aufgeben will, dass ich weiterhin mit meinen Freunden viel machen möchte, dass ich weiterhin auf die Events gehen möchte, auf die ich eingeladen bin. Das habe ich am Anfang auch gemacht, da hat er sich auch nicht beschwert. Wow, du durftest weiterhin auf Events gehen, auf die du eingeladen wurdest, auch ohne ihn, und er hat sich nicht beschwert. Ich meine, das, keine Ahnung, ich möchte da jetzt nicht ständig zu sarkastisch werden, aber es ist natürlich schon etwas... Wenn mir mein Partner, mit dem ich frisch zusammen bin, versucht zu diktieren, was ich darf und was ich nicht darf, ist das doch der erste Grund schon zu sagen, Tschüssikowski, oder? Also da kann ja die Liebe auch noch nicht so groß sein am Anfang, als dass man sich das alles schon gefallen lässt. Aber wir wissen alle am Ende, und das wird wahrscheinlich hier auch wieder so sein, er ist ja ein Blender und er kann ja quatschen. Und wer weiß, was er ihr Blaues vom Himmel versprochen hat. Aber wenn du natürlich schon direkt am Anfang beginnst, damit dir von deinem Partner sagen lassen zu müssen, also das will ich nicht, dass du das tust, boah, keine Ahnung, ich hätte schon gezeigt, wo die Tür ist. Ich habe zwei Stück und bei dem einen habe ich mich dann darum bemüht, dass er eben auch noch kommen durfte. Das war so eine Zirkuseröffnung mit Loge und sowas, und da habe ich dann später... als ich den ersten Screenshot von der Dame bekommen habe, auch erfahren, dass genau an dem Tag wollte er sich mit einer treffen. Das heißt, ja, man ist noch nicht mal eine Woche zusammen und schon geht's weiter. Also ja. Ich glaube, er hatte auch nie vor, da irgendwie irgendwas ernst zu meinen. Weiter war es dann so, dass er die ersten 7 Tage eigentlich jeden Tag ins Nacht-Neun wollte. Also jeden einzelnen Tag immer feiern.
Er hat auch immer dann seinen. Aber überleg mal, auch das passt ja irgendwie schon wieder nicht zusammen. Klar, sein Wunsch war, jeden Tag zu feiern, aber von welcher Kohle denn bitte? Ich meine, der hat sich hier mal 10, 20 Euro geben lassen von Delia. Die Kohle hat er dann per PayPal zurücküberwiesen. Aber wovon wurde dann bitte gefeiert? Auch immer auf Kosten anderer, oder? Also ich kenne ja aus der Szene da Menschen, die wir auch im Interview hatten, die ihr erzählt haben, dass sie ihm immer alles finanziert haben, auch wenn er feiern gegangen ist, ja, dass die Drinks gezahlt wurden, dass man ihn dann nochmal eingeladen hat zum Essen, dass Substanzen gekauft wurden, selbst die hat er sich nicht selber gekauft und nicht selber besorgt, sondern hat da zu Damen gesagt, kannst du mir mal dies und jenes besorgen, und die waren so blauäugig und sind hingegangen und haben ihm seinen Drogenkonsum finanziert. Es ist der Hammer, wirklich der Hammer. Drogenkontakt da angeschrieben und wollte da eben was ziehen und hier und da, und das ist 7 Tage am Stück halt einfach. Und da sind wir dann auch schon sehr heftig vorgekommen. Ich habe dann auch gesagt, klar, am Anfang, ich hatte die Zeit, bin ich da mit feiern gegangen und alles, aber es war dann auch irgendwann zu viel. Und dann meinte er, nein, nein, also das lassen wir jetzt auch, weil er muss sich jetzt aufs Business konzentrieren. Also er wollte, also sein Business war quasi, jeden Tag ein YouTube-Video zu machen. Mir hat er natürlich auch erzählt, so wie jetzt dann später den anderen, dass so viele TV-Projekte... Genau, Alexandra schreibt, ich denke, sie hatte schon die Ahnung, aber ich denke, sie hat es verdrängt, weil sie es sich sehr gewünscht hat. Ja, du bist natürlich am Anfang, bist du in dieser roten Wölkchenphase und siehst immer nur das Gute, und die Dinge, die dich später irgendwann nerven, die schiebst du noch zur Seite und... möchtest du nur das Gute sehen? Natürlich, das ist so, ne? Anstehen, also dass er fürs Dschungelcamp eingeplant wäre. Das hat er aber auch allen anderen erzählt, wo ich dann auch meinte, sag mal, hast du da nicht, wenn dann überhaupt, einen Vertrag, wo du eigentlich nicht sagen darfst, dass du da reingehst? Also, alles klar. Schönen guten Morgen, Holger übrigens. Ich schaue jetzt erst in den Chat rein. Genau, er hat geschrieben, kann man nicht genau und nur... ein Bankkonto pro YouTube-Kanal, genau, also du kannst nicht PayPal hinterlegen, es werden keine Zahlungen auf PayPal von YouTube geleistet, das kann nur mit einem Bankkonto passieren und es darf nur ein Konto pro YouTube-Kanal hinterlegt werden, so dachte ich es mir nämlich auch, genau, vielen Dank. Wir saßen teilweise mit völlig fremden Leuten, wo halt Mädels auch dabei waren, weil wir im Taxi oder standen im Club, und er hat halt jedem erzählt, er geht ins Dschungelcamp. Auch Quatsch, ja, könnte ich erinnern, im Sommer über, wie oft das Dschungelcamp-Thema war, so, ja, und Dschungelcamp, und da ist gerade, wir sind gerade am Planen, und war es da nicht so, dass als das Thema wurde, dass sich irgendwie halb Deutschland darüber lustig gemacht hat und die YouTube-Welt, dass er in den Dschungel gehen möchte, dass er doch dann alle anderen dafür verantwortlich gemacht hat und gesagt hat, ihr seid schuld, dass ich nicht ins Dschungelcamp komme, weil ihr darüber berichtet habt, denn ihr wisst ganz genau, die Kandidaten dürfen nicht vorher bekannt sein, dann sind sie raus. Also er hat doch alle damals dafür verantwortlich gemacht, dass wir schuld sind, dass er nicht ins Dschungelcamp gekommen ist, weil wir uns darüber lustig gemacht haben. Nein! Du warst damals schon völlig durch. Dich wollte keine Produktionsfirma mehr buchen nach der Prominent-Getrennt-Geschichte. Du hast Backstage-Videos aus Südafrika veröffentlicht, hast Stories erzählt, die einfach unwahr waren, dass das Produktionsteam dich psychisch misshandelt hat und so weiter. Und wir erinnern uns an die Geschichte mit den Grillen nachts, die eingespielt wurden, angeblich, damit du nicht schlafen konntest, dass du eine halbe Stunde lang die Dusche hast, das Wasser laufen lassen, um zu zeigen, hier ist kein warmes Wasser, was jetzt in Südafrika, sage ich mal jetzt, ja, also nicht so selten ist, dass da nicht unbedingt überall ständig warmes Wasser ist. Und er lässt eine halbe Stunde lang das Wasser laufen bei gefühlt Wasserknappheit in Südafrika. Also das ist doch Quatsch. Er hat sich selber aus den Produktionen rausgecancelt, weil er so war, wie er war. Naja, ist seine Sache. Ich meinte nur, okay, vielleicht solltest du das eher nicht tun. Dann hat er gesagt, wir könnten zu Temptation Island VIP gehen und Sommerhaus der Stars Allstars, und das wird ja alles so viel anstehen. Gut. Stefanie hat geschrieben, ich habe erst die Hälfte gesehen, aber irgendwie ist sie auch sehr naiv. Damals war sie sehr naiv. Ich glaube, heute ist sie, und ich bin ja auch in Kontakt mit ihr, und sie ist
sie ist da geläutert, sonst würde sie auch diese Videoreihe nicht machen. Die Videoreihe ist ja unter, und sie ist sich schon bewusst darüber, dass das, was sie erzählt, nach außen hin natürlich schon sehr naiv wirkt. Ja, das ist so, dessen ist sie sich bewusst. Aber deswegen erzählt sie es unter anderem, weil sie sagt, ich bin jetzt gestärkt, ich bin jetzt aufgeklärt, die rosarote Brille ist runter, jetzt weiß ich die Fakten, man hat mir Sachen zugespielt, das Bild ist eindeutig klar, er hat von Anfang an versucht, mich zu benutzen, er hat von Anfang an mich genutzt als Medienobjekt, um sich in den Medien zu präsentieren, um positive Geschichten platzieren zu können. Und ich war Mittel zum Zweck. Das ist ihr natürlich mittlerweile bewusst und deshalb erzählt sie ja die Geschichte auch. Irgendwann ist natürlich später auch mal rausgekommen, dass er überall gecancelt worden ist, aber am Anfang hört sich das natürlich alles wahnsinnig toll an und so noch super nach Superstar und so weiter. Ich glaube, damit hat er die Mädels auch rumgekriegt in den Clubs, zumindest jetzt, als wir zusammen waren. Habe ich jetzt auch einem Bekannten von mir empfohlen, also eigentlich musst du dann nur ins P1 gehen, dir eine 20-Jährige aussuchen und dann sagen, ich gehe übrigens ins Dschungelcamp, wie du kennst mich nicht. Das ist anscheinend, das ist gar nicht mal so schwierig. Ist das sozusagen die neue Tinder-Variante, oder? Ich gehe nach München ins P1, gehe da zu einer 20-Jährigen und sage übrigens, ich bin Januar im Dschungelcamp, was, du kennst mich nicht? ich bin hier Mike Käse, ja? Kennst du mich nicht? Ich bin der Toxic Dude, musst du mich doch kennen. Google doch mal, nein, Google besser nicht nach mir und schau dir auch keine Sendung mit mir an. Genau, auf jeden Fall war es so, dass dann nach diesen Feierdingern und diesen Events irgendwann mal ein Wochenende anstand, was ich ja schon gebucht hatte. Ich meine, als Single hat man gemeinsame Events mit Freunden geplant, vielleicht auch gemeinsame Reisen und da hatte ich dann ein langes Wochenende in Paris mit Freunden. Genau, jetzt kommen wir zur Paris-Geschichte. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Paris-Geschichte, das war so, dass Mike ja zu dem Zeitpunkt in Delias Wohnung war in München und da hat er doch Videos gemacht. Zwei, drei waren es auf jeden Fall und da war, könnt ihr euch erinnern, da saß er da wie so ein Häufchen Elend, hat die ganze Zeit gehustet und hat gesagt, ich habe seit Tagen schon nichts gegessen. Ich habe seit Tagen nichts gegessen und ich werde hier allein gelassen von Delia. Und ich glaube, ich habe auch Fieber. Ich habe gerade gemessen 39,2. Ich habe Fieber. Aber ich kann auch nichts essen. Ich mache mir jetzt einen Tee. Aber für das Video hat es noch gereicht. Aber könnt ihr euch daran erinnern? Oh, es war so unangenehm. Da gab es am Freitag das Solomon-Konzert. Das war in so einem ganz alten Schloss. Und dann bin ich Donnerstag dahin geflogen. Das Ding ist, dass eigentlich an dem Wochenende für mich nichts Auffälliges gewesen ist. Also er hat mir ganz normal Sprachnachrichten geschickt und viel Spaß und mich ein Bilder geschickt und eigentlich so überhaupt nichts Auffälliges. Er war krank zu diesem Zeitpunkt, also er hat fürchterlich gehustet und hat gesagt, ja, bleibt jetzt das ganze Wochenende lang im Bett liegen. Nach dem, was ich heute weiß, hat er bereits an diesem Wochenende, da waren wir glaube ich 2 Wochen zusammen oder so, seinen Kumpels erzählt und ich weiß nicht wem noch alles, dass ich in Paris einen Escort-Job habe und da die Beine breit mache. Und da ist also die Ausgangsposition, es wird ja später die Geschichte kommen, ihr erinnert euch, das Skandalwochenende, das Dramawochenende nach Dubai, als Mike ja dann Insta-Stories gemacht hat mit hier Escort und Drogenkonsum und dies und das, das hat hier seinen Anfang genommen. Als sie in Paris war, beruflich, hat er schon Kumpels erzählt, wobei, was für Kumpels, also meines Wissens, was gibt es denn da für Freunde? Wer gibt sich freiwillig mit ihm ab? Aber gut, eventuell waren es auch wieder verzweifelte Damen, denen er das erzählt hat. Da hat er schon erzählt, da hat er schon das Gerücht gestreut, die ist in Paris als Escort. Hoppala, da fällt mir die Tastatur runter. Hallo zusammen. Ah, das ist hier mein zweites YouTube. Sehr schön, da muss ich mal, da fällt mir die Tastatur runter. Sorry, Freunde. Ach Gott. Muss ich mal ganz kurz hier. Ah, das ist zu viel am Morgen für mich. So. Freunde. Da ist man so auf Adrenalin. Jetzt muss man mal gucken, wo wir stehen geblieben waren. Muss man mal kurz schauen. 10. Und er lag dann zwar alleine da, aber er lag komplett die ganze Zeit im Bett gelegen ist, sondern richtig geschockt. Dann mit keinem Wort hat er das mir gegenüber gesagt, dass er irgendwie das denkt oder dass er glaubt, dass ich das dort mache. Ich glaube auch nicht, dass er es gedacht hat. Er hat nur einfach da schon angefangen, systematisch zu versuchen, hintenrum mich schlecht zu machen
und meinen Ruf eben zu schädigen, damit ich ja auch keinen Vorteil durch seine. So, Jörg Knörr lässt den Kaffee über die Tastatur schütten, ich schmeiß die Tastatur gerne mal runter. Also, wie gesagt, um da nochmal chronologisch einzuhaken, also da hat er schon auf jeden Fall versucht, diese Geschichte zu streuen, wobei ich noch gar nicht weiß, warum. Warum streust du eine Geschichte, dass deine neue Partnerin, in die du verknallt bist, wo du positive Geschichten generiert bist, wir sagen nur Berliner Kurier und Pärcheninterviews und wir sind total in Love, warum schreibe ich Leute an im Freundeskreis und sage, die ist da als Escort unterwegs? Also da in der Tat macht das für mich noch überhaupt keinen Sinn. Egal. Medien habe oder durch seine Berühmtheit. Das war immer so seine größte Angst. Und das hat mich natürlich schon erstmal richtig geschockt, dass es eigentlich schon so früh losging und nicht nur dieses eine Wochenende im August das Thema war, wo es ihm vielleicht mal in seiner narzisstischen Wut da so gefallen hat, sowas zu sagen, sondern er hat das von Anfang an genauso gewollt, dass sich dieses Gerücht über mich verbreitet und dass es, das hat er auch aktiv geschürt und auch so behauptet. Ja, aber warum? Also habt ihr da eine Theorie, warum hat Mike an diesem Wochenende oder als, das war ein paar Tage länger, glaube ich, ne, als sie nicht da war, als sie in Paris war, warum hat er das Gerücht verbreitet, sie ist als Escort unterwegs? Also was war sein Ziel? Das wird mir noch nicht klar irgendwie. Weiterhin habe ich natürlich auch mehr erfahren über dieses Wochenende, nämlich zum einen, dass er nicht die ganze Zeit im Bett gelegen ist, sondern dass man ihn am Samstag natürlich im 089 gesehen hat. Schönen guten Morgen, Cleopatra. Ich glaube sogar am Freitag auch. Und dass er dann auch sogar vor seinen Freunden angegeben hat, also ein Kumpel hat mir das erzählt von ihm, dass er da eine 20-Jährige gibt. Alexandra schreibt, weil bei ihm alles Berechnung ist, er wusste von Anfang an, dass er sie nur benutzt für seine Zwecke. Okay, also es war ihm ab Tag 1 bewusst, sie ist Mittel zum Zweck, oder? Dass ich nutze sie für positive Geschichten, um endlich wieder in der Öffentlichkeit, in den Medien positiv dazustehen. Und man muss schon fast davon ausgehen, dass diese Beziehung nur eingegangen ist, um sie zu benutzen, von Anfang an. Boah, das ist so krank. Sorry. Oder? Das ist doch eine, also das ist doch verhaltensgestört. Bald hätte. Passend dazu ist der Sonntag, wo ich dann wiederkam. Ich hätte nämlich eigentlich auf einen Geburtstag gesollt, aber ich hatte selber total Husten und war krank. Also bin ich dann direkt nach Hause, habe ihm aber nichts gesagt, weil ich hatte eh schon ein schlechtes Gefühl und wollte mal gucken, ob er da alleine ist. Und dann bin ich quasi überraschend nach Hause gekommen, morgens um, weiß ich nicht, 10. Okay, jetzt wird's spannend. Also sie kommt früher nach Hause, ohne dass er weiß, dass sie nach Hause kommt. Jetzt ist die Frage, ist er da? Oder ist er noch in irgendeiner Location und hat da, ne? Oder ist er zu Hause? Und er lag dann zwar alleine da, aber er lag komplett im Bettzeug ohne Bettwäsche. Also er hatte dann das komplette Bettzeug abgezogen und lag einfach nur in dem rohen Ding drin. Okay, er liegt also ohne Bettzeug mit, sagen wir mal, nackter decknacktem Kissen, liegt er da. Warum? Und ich habe dann gesagt, so, was ist denn los? Ja, er hätte so geschwitzt und er hätte das einfach dann abgezogen, aber wäre zu faul gewesen, Neues draufzumachen. Ich habe mir gedacht, na gut, das macht Sinn. Ich meine, der hat wirklich geschwitzt, er war krank. Aber jetzt, wo ich weiß, dass er nur nach 9 war, will ich auch gar nicht unbedingt wissen, was der wahre Grund war, warum er die Bettwäsche abgezogen hat. Ja, zwei Möglichkeiten hätte es gegeben. Punkt Nummer 1, ich nehme die Bettwäsche und lasse sie analysieren. Nein, ich hätte sie einfach entsorgt, verbrannt, was auch immer. Oh Gott, glaubt ihr wirklich ernsthaft, er hat in der Nacht da Mädels in die Wohnung von Delia, in das Bett von Delia geholt und hat dort Sex gehabt mit Frauen im Bett von Delia? Könnt ihr euch das vorstellen? Oh, ist mir schlecht. Ja, und ab diesem Zeitpunkt ging es eigentlich schon bergab. Also da war er wie ausgewechselt, wurde abfällig, abwertend, immer öfter. Und da ist mir dann schon aufgefallen, okay, das war jetzt eine kurze Lovebombing-Phase. Sind wir jetzt schon wieder so weit, ne? Genau. Dann
war das auch so, dass er direkt am Montag einen Transporter hatte. Nein, ich glaube sogar schon am Sonntag. Ich weiß nicht, wer den bezahlt hat oder wo er den her hatte. Auf jeden Fall wollte er dann seine Möbel wieder nach Berlin bringen und dort die Wohnung wieder benutzen. Okay, da ist auch die Frage, warum jetzt? Also er sitzt ja jetzt in München in der Wohnung von Delia, hat mehr oder weniger Schlaraffenland-mäßig ein tolles Leben, sie unterhält ihn, sie bespaßt ihn und. Warum wollte er jetzt wieder nach Berlin, nach Bernau wohlgemerkt? Nicht gut. Ich wollte eigentlich nicht mitfahren, weil, wie gesagt, ich war krank, ich wollte im Bett bleiben, ich wollte mich auskurieren und dann hat er aber gesagt, na, das musst du jetzt selber wissen, weil da sind so viele Einladungen und so viele Termine in Berlin und so viel Presse und ich muss das ja selber wissen. Auch das kannst du dir nicht ausdenken. Da hast du eine Freundin, der geht's nicht, also ihm ging's ja selber nicht gut, ne? Das nachweislich haben wir in dem Video gesehen und so weiter. Da ging ihm ja nicht gut. So, dann hast du Delia, wahrscheinlich hat er sie noch angesteckt, wenn sie sagt, ihr ging's dann auch irgendwie nicht gut, Bronchitis und so. Alles gut. Da hast du eine Freundin, der geht's nicht gut. Du willst nach Berlin fahren, um Möbel irgendwie wieder in deine Wohnung zu bringen. Warum auch immer, das weiß nur er. Egal. Und sie sagt, boah, mir geht's nicht gut, ich würde mich auch gerne das Wochenende jetzt auskurieren und so weiter. Sag ich da nicht als liebender Freund, na klar, leg dich hin, kuriere dich aus. Da hätte ich noch ein schlechtes Gewissen, sie alleine zu lassen, ja, und dann alleine nach Berlin zu fahren. Was macht er? Er macht ihr ein schlechtes Gewissen und sagt, nee, also echt, du willst jetzt hier zu Hause bleiben, obwohl es dir nicht gut geht, aber hey, so schlecht kannst du doch nicht gehen. Guck mal, wir fahren nach Berlin und haben da x Termine, Fotoshootings und Treffen und die Presse wartet auf uns, wir werden Pärcheninterviews geben und so weiter. Und hier, du willst nicht mit, musst du ja selber wissen, aber bitte, du musst auch an deine Karriere denken. Ja, aber wenn, ne, also sorry, überleg dir das wirklich gut, ob du wirklich lieber krank sein möchtest, dir und im Bett liegen, faul. Oder ob wir unsere Karrieren mal so ein bisschen anschieben. Es ist unfassbar, oder? Also er würde dann ja überall alleine hingehen und wenn ich da nicht mitkommen würde, wäre es ja mein Pech und so weiter. Ich muss jetzt mal auch an meine Karriere denken. Dann sage ich so, okay, was für eine Karriere in der Presse, ganz ehrlich. Aber ich habe dann natürlich, weil ich ihn nicht alleine lassen wollte, bin ich dann halt mitgefahren und dann sind wir mit dem Transporter nach Berlin, haben dann in einer Nacht- und Nebelaktion seine Möbel da ausgeräumt. Viele waren es nicht, es war nur eine Couch. Ja, also eine Schlafcouch. Die berühmte Couch. Was ist mit dem Rollteppich aus dem Badezimmer? Mit dem, was war das noch? So ein Golfrasen oder so, der da ausgelegt wurde. Könnt ihr euch daran erinnern? Und ein paar, weiß ich nicht, paar Kisten oder so. Eigentlich standen da gar keine Möbel drin in der Wohnung, bis auf diese Couch. Und Lichterkette. Lichterkette. Dürfen wir nicht vergessen. Und Rollrasen aus dem Bad. Und dann haben wir da die nächsten Tage so ein bisschen die Wohnung hergerichtet und so weiter. Und dann kam aber auch schon das Promi-Boxen. Oh. Das berühmte Event, wo... Sindermann, könnt ihr euch erinnern? Sindermann, Promi-Boxen. Es so Stress gab. Wichtig zu sagen ist wahrscheinlich auch noch, dass er sich davor auch noch Drogen kaufen wollte. Ja. Das heißt, er hatte da nämlich ordentlich auch was im Hirn, als wir auf diesem Event waren. Wobei er hat generell ja nicht viel im Hirn, aber gut, wenn er dann wieder, dann war auf jeden Fall gut gelaunt. Und hat dann sogar noch jemanden, der anonym bleiben möchte, um 5000 Euro angehauen. Die Geschichte habe ich auch gehört, denn mit dieser anonymen Person habe ich auch gesprochen. Ich werde natürlich auch keinen Namen sagen. Aber von dieser Person weiß ich unter anderem auch, nicht nur, dass er Mike ihn um 5000 Euro angehauen hat, sondern da fiel sogar die Frage, oder da hat Mike diese Person gefragt, in Berlin auf dem Box-Event, Nummer 1, wie könnte ich Delia bei OnlyFans unterbringen? Hat er gefragt. Hast du Erfahrungswerte damit? Und unter anderem auch hat er gesagt, hier übrigens, ich habe ein bisschen was dabei. Ich bin mal eben kurz auf dem Klo bei Näschen pudern. Hast du Lust mitzukommen? Ich lade dich auf eine Runde ein. Kein Scherz, wurde mir so erzählt. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Auch da hat er schon geguckt. Einnahmequelle OnlyFans. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Die er ihm aber nicht gegeben hat. Insgesamt war es für mich
eher unangenehm. Also wir hatten ja da das erste Interview mit dem Berliner Kurier. Das war da so der große Start und so weiter. Das war noch alles gut. Trotzdem ist es mir aufgefallen, dass er halt wirklich sehr nervös war da vor dem Event und wurde dann halt auch wirklich, ja, so bösartig schon fast auch zum ersten Mal. Und dann hat gesagt, ja, dann drehen wir jetzt direkt um, dann gehen wir jetzt nicht. Einfach weil, nur weil ich ihn beschwichtigen wollte. Naja, das ist das eine. Auf der anderen Seite, das Interview lief eigentlich ganz gut. Ja, das war das erste Pärchen-Interview mit dem Berliner Kurier, könnt ihr euch erinnern, wo wir alle gedacht haben, was ist denn da jetzt für eine Special Cooperation am Laufen, dass da ja immer wieder die nächsten Wochen und Monate danach der Berliner Kurier sozusagen die exklusive Quelle war im Leben von Mike Zies, egal ob er sich getrennt hat, ob er sie beleidigt hat, ob sie wieder in Love waren, der Berliner Kurier war immer am Start. Ja, was da wohl für Konditionen im Spiel waren. Aber ich hatte die ganze Zeit irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Also ich war so in höchster Alarmbereitschaft irgendwie. Also ich habe mich total unwohl gefühlt auf dem ganzen Event. Klar, dann kam halt Flocke und hat ihn da noch aufgefordert. Aber komischerweise hat dann jemand anders direkt da gefilmt. Also ich weiß auch nicht. Könnt ihr euch erinnern, Boxevent, der Stress mit Flocke, wo die so aneinander geraten sind, wo wir uns noch alle gewundert haben, dass Mike so ruhig geblieben ist? Würde mich am Ende auch nicht wundern, wenn das alles inszeniert war, oder? Dass Mike gesagt hat, hier, film mal mit hier und so weiter. Da, lass uns mal ein bisschen Beef machen. Ob das zumindest auf der anderen Seite so geplant war. Er ist auf jeden Fall Ja, ruhig geblieben und hat sich das natürlich. so alles so angeschaut. Das war schon mal, ja, es war einfach so eine insgesamt aggressive Stimmung. Michelle war ja auch da, mit Flocke zusammen, glaube ich sogar, und Genau. Yvonne Wölke mit ihrem, es fällt mir der Peter. Name nicht ein, Peter. aber es war Peter insgesamt alles so Klein. ein bisschen verhalten und sehr, sehr angespannt, finde ich. Jedenfalls war das Boxen dann irgendwann vorbei. Und dann gab es oben eine Aftershow-Party. Da haben wir uns eigentlich ganz gut unterhalten. Da habe ich eine nette, liebe Freundin von ihm kennengelernt, die ihm übrigens auch Geld geschickt hat, so lange, bis sie nichts mehr hatte. Und dann hat er den Kontakt abgebrochen. Das wusste ich auch nicht. Das muss man sich auch erst mal vorstellen, ne? Passt aber auch ins Bild. Und wir erinnern uns vielleicht, wenn ihr auf einem anderen Kanal ein Video geschaut habt, dass er Kontakt mit Frauen hatte, die krank waren. Die krank waren und die er unter Druck gesetzt hat, ihn finanziell zu unterstützen und so weiter. Und wenn das nicht passiert, dann würden die auf YouTube bloßgestellt werden. Das muss man sich mal überlegen. Und auch hier, solange sie angezapft werden konnten, sind sie gut genug. Und danach wird der Kontakt abgebrochen. Es ist menschlich, charakterlich, ist das so verwerflich, es ist so dreckig. Ah, widerlich. Auf jeden Fall stand dann Michelle mit ihrem Handy da und er hat dann gesagt, ja, ich gehe jetzt mal hin, aber also er geht jetzt mal hin, aber ich sollte das filmen. Okay, Warum? ich habe dann gefilmt, wir waren ja frisch zusammen, was soll ich sagen? Und dann ist Flocke nochmal hergekommen und hat da irgendwie rumgepöbelt und so und irgendwann sagt dann Mike, ja, guck mal, ich stelle jetzt mal die Delia vor und dann sind Michelle und er zu mir hingekommen. Und wir haben uns dann kurz unterhalten. Sie meinte auch, ja, sie wurde irgendwie interviewt und meinte, dass sie mich voll hübsch findet. Und dann haben die zwei halt weitergeredet und irgendwann habe ich halt gesagt, du, Leute, geht doch mal runter. Hier ist doch viel zu laut. Geht doch mal vor die Tür und unterhaltet euch da weiter, weil hier ist ja, das stört ja voll. Dann sind die runtergegangen. Ich bin auf dem Balkon, habe eine geraucht. Und dann kommt Flocke und hat gesagt, so Delia, du musst dir unbedingt die Sommerhausfolgen anschauen. Bitte schau es dir einfach an. Schau es dir an. Und ich habe natürlich Brainwash schon gehabt von Mike, der gemeint hat, Apropos, da könnt ihr euch vielleicht noch an eine Dame erinnern, auch aus München, wo er ja übrigens verboten hat. Bei der Janice war das doch, glaube ich, auch so. Also auch so ein Muster. Google nicht nach mir, schau dir keine Videos von mir an. Ich verbiete dir das. Das ist eh alles gelogen, das ist eh alles Dreck. Lern mich lieber so kennen. Ich bin der The Real Mike. Aber schau dir diese Sachen nicht an, weil das ist eh alles falsch geschnitten, inszeniert. Das bin nicht ich. hat er mir, ich soll auf gar keinen Fall mit ihm reden, das ist der Feind und keine Ahnung. Ich habe mit ihm geredet, beziehungsweise er mit mir und hat halt nur gesagt, bitte schau es dir an, bitte, bitte, bitte schau es dir an. Und ich dann so, ja, okay. Und dann hat er mich in den Arm genommen. Und dann hat er mich in den Arm genommen und hat mich so festgedrückt und mir so ein Bussi auf die Backe gegeben und irgendwie hatte das sowas von
ich weiß nicht, ob ich es Mitleid nennen soll, aber Mitgefühl irgendwie. Na, ich glaube, er wusste ganz genau, wie Mike tickt und hat dir, glaube ich, in dem Moment zeigen wollen, pass auf dich auf, lass nicht alles mit dir machen. Oder aber auch so, pff, wenn du wüsstest, was dann noch auf dich zukommen wird. Ich kenne Mike irgendwie. Oh, schon süß irgendwie, ne? Als wüsste er schon genau, was passieren wird. Na, siehst du. Und daran habe ich mich eigentlich auch jetzt wieder zurückerinnert, dass ich jetzt mittlerweile genau weiß, was er gemeint hat. Wobei er wahrscheinlich dann auch nicht das komplette Ausmaß gesehen hat, aber ich meine, das reicht ja schon. Das Verhalten, was auf mich zugekommen ist. Genau, dann meinte er, also der Flocke, er geht jetzt da runter und unterbricht die jetzt mal. Und ich so, nee, dann gehe ich zuerst und wollte das halt verhindern. Dann stand ich unten. Dann haben die halt noch ein bisschen geredet. Ich stand auch unten mit der Freundin von Mike und dann ist mich schwer gegangen. Die Freundin von Mike ist hinterhergelaufen und wir standen dann noch, glaube ich, noch ausgeraucht oder so. Und dann, der Rest ist ja bekannt, dann wollten wir raus und haben dann nur noch die Sanitäter gesehen. Und dann war es halt so, dass Michelle da scheinbar einen Kreislaufkollaps hatte oder irgendwie halt einfach zusammengebrochen und gegen die Tür gelaufen ist. Aber das, ja, da gibt es jetzt nichts Neues dazu zu sagen. Das ist ja schon in den Medien gewesen. Das war jedenfalls das Ende von dem Abend. Ich glaube, wir sind dann sogar noch weiter durch Berlin. Und dann hatten wir nochmal ein Event, wo wir eingeladen waren. Da war er dann wieder so, ja, wir drehen jetzt sofort um, wir müssen da jetzt gar nicht hingehen und so. Und dann waren wir doch da. Und dann hat er mir immer gesagt, mit wem ich reden darf. Und wehe, du redest jetzt da mit zu vielen oder überhaupt mit irgendwelchen Leuten. Da denkt gleich jeder, dass du da nur Reichweite willst und dass du dich da reinzecken willst. Also er wollte immer. Genau. Wenn du mit jemandem redest, willst du nur Reichweite. Wenn hier, ne, ich darf Reichweite haben, ich bin hier Mr. Zeus, ich habe die Fäden in der Hand und du hast, das wird übrigens auch noch ein Satz sein, über den sie gleich sprechen wird, du hast zu funktionieren. Ich will, dass du funktionierst. Bei diesem Satz alleine schon kommt mir so die Kotze hoch, ehrlich. Unterbinden, dass ich mich mit irgendwelchen Leuten verbünde oder Kontakt aufnehme, das waren ja alles immer seine und ich sollte da einfach schön still daneben stehen und kurz mit ihm mit Anwesenheit glänzen und dann einfach wieder gehen. In Berlin war es ja eh dann auch schon so, dass er wirklich 0 Euro auf dem Konto hatte. Also da war anscheinend das PayPal und YouTube-Geld war verbraucht und ich habe ihm dann immer wieder halt einfach Zigaretten gekauft oder habe halt das Essen bezahlt, beziehungsweise hat er dann eh noch ein paar Vorräte da gehabt und dann gab es halt immer Nudeln mit Tomatensauce, beziehungsweise irgendwie Semmel mit Butter oder so. Also komplett ungesund. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, du Marc, ich kann irgendwie nicht die ganze Zeit nur Kohlenhydrate essen, ich gehe auf wie ein Hefezopf. Aber mehr, für mehr hat das Geld dann einfach auch nicht gereicht. Sind ja mit. Und es ist, ich muss auch ein bisschen aufpassen, was ich hier so sage, ne? Aber so dieses minimale Essen, also es reicht ihm irgendwie Nudeln mit Tomatensoße oder mit Ketchup, es reicht ihm ein Brötchen mit Butter oder eine Käsestange. Wichtig sind, dass Substanzen eingenommen werden. Na, ich möchte das jetzt nicht aussprechen, ihr wisst vielleicht, was ich meine, aber das sind doch eindeutige Zeichen von jemandem, der, wenn er nonstop drauf ist, wo die Wichtigkeiten, sage ich mal, die Wichtigkeiten einfach verschoben wurden. Essen ist nicht wichtig, Trinken ist nicht wichtig, soziale Kontakte, alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mich gut fühle und dann kommt natürlich doch noch der Narzisst in ihm durch. Ja, ich will das jetzt nicht aussprechen, aber das ist schon harter Tobak, Leute. Den Transporter wieder zurückgefahren nach München, haben den da abgegeben. Es war ta 2 Tage zu spät, weil er lieber noch in Berlin feiern wollte. Ich glaube, dann hat er auch die Kaution nicht wieder bekommen. Das ist ja auch so eine Sache, er konnte ja überhaupt nicht mit Geld umgehen. Also wenn er Geld hatte, hat das ausgegeben. Und ich habe ihm immer öfter mal gesagt, sag mal, willst du nicht mal irgendwas weglegen für morgen? Von was willst du morgen essen? Ja, das sehen wir dann. Auch jetzt mit dem Transporter, er hat halt dann die Kaution nicht wieder bekommen, weil wir 2 Tage zu spät das Teil abgegeben haben. Ich glaube, wir haben auch nicht getankt. Und dann sind halt einfach schon mal, ich glaube, 500 Euro weg, aber das war ihm dann auch egal. Jedenfalls. Auch das, du hast kein Geld auf Tasche. Du musst dir 20 Euro geben lassen, damit du dir deine fucking belegten Butterbrötchen holen kannst, ja? Nudeln mit Tomatensauce. Und dir sind 500 Euro egal, Kaution, die du nicht zurückbekommst, weil du dich nicht darum kümmerst, dass
dein Transporter wieder rechtzeitig abgegeben wird. Da wird die Kaution 500 Euro einbehalten. Es ist dir egal. Aber deine Freundin zahlt die ganze Zeit deinen Lebensunterhalt. Es ist unfassbar. Unfassbar. Sind wir dann wieder, ich weiß nicht, was in dieser Zeit in München war, war wahrscheinlich nichts Besonderes los, sind wir wieder nach Berlin und ich habe ihm das Zugticket nach Berlin bezahlt, weil ich kriege ja alles wieder. Und wieder Zugticket bezahlt und wieder Lebensmittel bezahlt und. Hat er gemeint, weil YouTube und so. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir wieder nach Berlin gefahren sind und es stand die Einigung an mit Michelle. Es war auch immer noch Top-Thema die ganze Zeit und ich habe dann halt auch irgendwann mal gesagt, ich finde das nicht so cool, dass das jetzt wirklich seit Wochen nur noch dieses eine Thema ist. Das ist auch nicht so schön, du willst auch nicht, dass ich über meinen Ex permanent spreche. Und da hat er dann schon gesagt, du, wenn dir das zu blöd ist oder wenn du das Thema nicht mehr hören kannst, dann buchst du dir jetzt sofort einen Zug zurück nach München. Du sollst funktionieren, da hat er das erste Mal gesagt. Du sollst funktionieren, verdammt nochmal. Wenn du an meiner Seite sein willst, hast du zu funktionieren. Übrigens, vielen Dank für das Erinnern im Chat. Wenn ihr mögt, lasst sehr gerne bitte ein Like da für dieses Video und ihr dürft sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Ein kostenloses Abo dalassen, wenn ihr mögt. Liked sehr gerne dieses Video, das würde mich unheimlich freuen. Das feuert den Algorithmus ein bisschen an. Und ihr habt übrigens die Möglichkeit, für nur 99 Cent eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Dort könnt ihr viele Videos exklusiv schon einige Wochen vorher euch anschauen, sobald sie fertig produziert sind. Bei aktuellen Videos, klar, klappt das in der Regel nicht, aber die Formate, die im Vorfeld produziert wurden, als Beispiel der Harte und der Zarte, da könnt ihr schon die nächsten 3 Folgen euch anschauen. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr Kanalmitglieder seid. Vielen Dank. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. So, wir schauen weiter. Funktionieren und ich habe keine Zeit für deine persönlichen Befindlichkeiten. Ich will, dass du funktionierst. Da habe ich mal schon echt schon mal geschluckt. Und das hat er. Ich habe keine Zeit für deine persönlichen Befindlichkeiten. Erinnert euch das an Dubai? Das aus dem Livestream? Oh. Kotze wirklich. In der nächsten Zeit dann immer wiederholt. Also das kam, glaube ich, da zum ersten Mal auf, dass er das gesagt hat. Das heißt, immer wenn ich irgendwelche Sachen geäußert habe, ich möchte gerne eine Umarmung haben oder ich möchte, dass wir mal über was anderes sprechen, dann hat er gesagt, ich soll funktionieren. Und du hast Erwartungen, die du selber nicht erfüllst. Ich habe gedacht, es gab nämlich dann auch diese Geschichte, dass er natürlich, also er wollte immer, dass ich die Klobrille runtermache. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, das gewöhne ich mir sehr gerne an. Aber es wird. Ich möchte gerne, dass sie die Klobrille runtermacht. Und sie hat zu funktionieren. Mach die verdammte Klobrille runter. Wahrscheinlich manchmal einfach noch nicht so rundlaufen, weil man braucht ja 21 Tage, bis man sich was angewöhnt hat. Und jedes Mal, wenn ich die Klobrille umgelassen habe, ist der ausgerastet und hat gesagt, du hast eine Erwartungshaltung und guck mal, du kannst doch nicht mal eine scheiß Klobrille runtermachen. Und das waren dann die Erwartungen, die ich hatte, die ich selber nicht erfülle. Also hat quasi die Nähe und den Respekt in der Partnerschaft mit einer offenen Klobrille verglichen. Ja. Und ich weiß nicht, wo er das her hatte, ob das noch ein Spruch aus einer alten Beziehung war, aber ich habe auf jeden Fall dann funktionieren sollen und er hatte keine Zeit für persönliche Befindlichkeiten. Ja. Ja, da hätte ich vielleicht schon mal gehen sollen. Ich hätte vielleicht. Streich mal bitte einmal aus dem Satz das Wort vielleicht. Ja, da hättest du gehen sollen. Aber ich kann das trotzdem nachvollziehen. Man glaubt an jemanden, man ist frisch verliebt und so weiter. Und da ist man oftmals einfach naiv. Das ist so. Wichtig ist, dass jetzt du gestärkt und mit offenen Augen auf die Geschichte zurückblickst. Und dass vor allem auch, wenn er rauskommt, wann auch immer das sein wird, du niemals wieder nur einen Gedanken daran verschwenden wirst, zurückzugehen. Also, und wenn das hier deine Therapiestunde ist, go for it. Ich habe einfach genau an diesem Tag einen Zug dagegen damit buchen sollen, aber ich habe es nicht gemacht. Wer solche Beziehungen kennt, der wird es auch nicht verwundern. Also es gab halt dann viele so Verhaltensweisen oder viele auch so Aussagen, wo man sich schon dachte, so war krass, also jetzt geht's wirklich, jetzt ist er voll in seinem Element. Auch wenn jetzt irgendwie der Topf überkocht und ich sitze im Wohnzimmer und dann schreit er, ja, hörst du das nicht, siehst du das nicht? Also so diese Abwertungen halt einfach, die haben dann richtig angefangen. Oder einmal
eine Nachricht bekommen, die ihn irgendwie geärgert hat, aber ich habe das nicht mitbekommen. Und hat er zu mir gesagt, hol doch jetzt mal die Kekse aus dem Schrank, ich brauche die jetzt. Und ich bin keine zwei Schritte zu diesem Schrank gelaufen. Ja, wie lange dauert das noch? Du weißt doch, dass ich ungeduldig bin. Und dann bin ich zurück und habe dann gesagt, so ist irgendwas passiert. Auch da muss ich sagen, erstmal nicht nur, dass das eine Respektlosigkeit ihm gegenüber ist, so mit seiner Partnerin zu reden. Mein Gott, bewegt deinen Arsch selber. Also bitte. Wie soll ich es nennen? Wie devot oder wie, ich weiß nicht, es ist mein vollen Respekt, wie ruhig sie immer geblieben ist. Wir werden übrigens im Video Nummer 3, wenn es um Dubai geht, kann ich schon mal ein bisschen anteasern, da werden wir unter anderem erleben, wie ruhig sie in gewissen Situationen geblieben ist, wo ich sagen kann, wow, hätte ich nie gekonnt an ihrer Stelle. Aber dass sie dann noch sagt, na, was ist denn los? Hat dich irgendwas gestresst? Da ist doch, sorry. Er hat gesagt, beweg deinen Arsch selber und hol dir deinen Scheiß aus der Küche selber. Es ist unfassbar. Hat dich irgendwas geärgert? Was ist los? Nein. Ja, aber es ist irgendwas. Nein. Nein, nein, nein. Und dann geht er ans Telefon und sagt, ja, ich habe gerade dir eine Nachricht gekriegt, das hat mich total geärgert. Und sage ich nach dem Telefonat, du hast mich angelogen. Das war doch sehr wohl was. Nenn mich nie wieder ein Lügner, nenn mich nie wieder das. Und dann... Also wenn wir eines sicher wissen, sorry, und das ist jetzt kein Geheimnis, ist Mike, es ist ein Lügner. Also wirklich, ständig lebt er in seiner eigenen Welt und erzählt Menschen Geschichten und Geschichten, die nichts mit der Realität und mit der Wahrheit zu tun haben. Christen machen das ja echt so, dass sie dann laut werden, wenn sie ertappt sind oder wenn sie schuldig sind, dann werden die laut und beschuldigen dich. Und da Diana hat gerade geschrieben, ich bin gerade so getriggert, mein erster Partner war so, ich war seichte 18 und total ängstlich. War das halt ganz genauso, also nenn mich nie wieder ein Lügner und was bildest du dir ein und keine Ahnung. Ach, und da dachte ich mir, ja gut, das kenne ich alles schon. Aber so war das. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch den ersten Screenshot bekommen von einer Dame. Das war nämlich die, die er an dem einen Zirkus-Event treffen wollte. Die hat ihm dann geschrieben, ja du, ich habe gesehen, dass du jetzt in einer Beziehung bist. Ist das überhaupt okay, wenn wir noch Kontakt haben? Und er schreibt nur drunter, kein Problem. Dann habe ich ihm das gezeigt. Und dann hat er natürlich gleich angefangen, ja, du lässt dich beeinflussen von den Stimmen von außen. Und wenn sowas ist, dann legst du mir das vor und dann treffen wir uns oder wir telefonieren zu dritt mit dieser Person. Und klären das zu dritt, weil er sieht das nicht ein, dass irgendjemand ihn da in die Pfanne hauen will oder dass die Chatverläufe gefälscht werden und das wird klären wir immer zusammen. Daran hat er sich natürlich nie gehalten, im Endeffekt. Auch natürlich, wenn er irgendwelche Gerüchte gehört haben will, hat er mich auch nie gefragt, ob die stimmen oder hat irgendwas mit mir besprochen. Nö, man verbreitet lieber selber, dass die Partnerin als Escort unterwegs ist. Warum soll man, und sich selber rechtfertigen? Nein, warum denn bitte? Und dass dann andere Frauen schreiben, ja, hallo, habe ich sie danach gefragt, dass sie mich anschreiben? Nein, sie schreiben mich einfach an, ich bin Mike Zies. Da werde ich einfach einen ganzen Tag angeschrieben. Und auf die Frage hin, ey, ich habe gesehen, du bist in einer Beziehung, ist es okay, wenn wir weiter schon? Na klaro. Wahrscheinlich auch, ist es okay, dass ich dich besuche und dass wir hier im Delias Bett ein bisschen Akrobatik veranstalten? Ist das okay? Du kannst ja die Bettwäsche abziehen. Na klaro, ich erzähle einfach, ich habe geschwitzt wie ein Iltis. Er hat auch mal behauptet, er hätte Belege, dass ich mit anderen Männern schreibe und er hat die Beweise und die Beweise, er konnte es mir aber nie vorlegen. Also er hat dann auch... Andrea hat geschrieben, ich hätte es früher nicht für möglich gehalten, dass ein Mensch so sein kann, aber auch der stärksten Frau kann das passieren, habe ich gelernt. Egal, was andere sagen, kann einem da die Augen öffnen. Ja, das ist leider so. Genau, das Gegenteil davon gemacht, von wegen, man muss sich das vorlegen und zu dritt klären, zumal es diese Belege auch nie gegeben hat. Aber das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann diesen ersten Screenshot bekommen habe. Als wir in München feiern waren, das habe ich noch vergessen, war ich mal draußen gestanden, habe mich unterhalten und er ist auf die Toilette. Dann ist er, hat eigentlich gar nicht so lange gebraucht, bis er wieder da war und hat dann, war dann einfach wieder da und dann sind wir rein und dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, du, dein Freund, der hat gerade fünf Mädels angetanzt und hat sich da an die dran gemacht. Also es tut mir leid, sowas hast du nicht verdient. Und ich dachte mir so, habe ich ihn darauf angesprochen und sagte, ich tanze doch gar nicht, wie soll denn das gehen? Ja, ist mir damals noch eingeleuchtet irgendwie. Und zumal ich konnte es auch nicht belegen, wenn das nur irgendjemand sagt.
Nach den Promi-Boxen die Woche sind wir nochmal nach München gefahren. Und dann war es so, dass ich eigentlich Urlaub gebucht hatte mit meinen Freunden in der Türkei eine Woche. Der war auch schon bezahlt. Und dann war natürlich schwierig, weil er meinte dann so, ja, musst du selber wissen, du musst jetzt auch mal hier, das ist unsere Karriere und das gehen so viele Pressetermine an und jetzt ist hier Format. Oh, dasselbe wie als sie krank lag mit der Bronchitis in München, wo er unbedingt nach Berlin wollte, ne? Ja, also sorry, wenn du für deine Karriere nichts tun willst, wenn du nicht möchtest, dass wir als Promi-Paar hier in der High Society so ein bisschen Fuß fassen können, dann leg dich hin und sei krank. Dann bemitleide dich selber mit deiner Bronchitis, aber ey, schau auch ein bisschen auf deine eigene Karriere. Was, du hast Urlaub gebucht? Türkei? Echt schon bezahlt? Kannst du machen, du kannst in Urlaub fliegen, mach das, flieg in Urlaub, aber hey, wenn du willst, dass unsere Karriere ein bisschen, wunder dich nicht, ja, wunder dich nicht, wenn die Karriere nicht angeschoben wird. Wenn du meinst, du musst lieber Urlaub machen, okay, bitte flieg, aber ich sag mal so, ich bin Mike Zies und wenn du willst, dass wir das Promi-Pärchen des Jahres werden, dass wir nicht nur in München, dass wir Deutschland europaweit als das Promi-Pärchen bekannt sind, dann solltest du deinen Urlaub besser absagen, weil es gibt ganz viele Pressetermine, Fotoshootings, der Berliner Kurier wartet schon wieder hinten in der nächsten Straßenecke und möchte uns interviewen. Ja, und zur Not werde ich wieder irgendwelche Paparazzis bezahlen und engagieren, wie damals in Spanien. Die machen dann einfach heimlich Fotos von uns. Ja, wir werden hier das Promi-Pärchen. Warten ab, wenn die Wiesn erst wieder läuft. Hier, Wiesn-Pärchen 2024. Scheiß was auf Julia Siegel und Co. Wir sind hier das Pärchen deutschlandweit. Hier und da. Und wenn du jetzt gehst, ist es deine eigene Schuld und hat mir da so ein richtig schlechtes Gewissen gemacht. Und dadurch, dass ich von Paris noch Husten hatte, also ich hatte richtig Bronchitis, habe ich das dann abgesagt. Das ist natürlich auch nicht cool gewesen, dass ich da für ihn extra meinen Urlaub cancel, aber ich habe es dann damit gerechtfertigt, dass ich Bronchitis habe, aber in Wirklichkeit war mir die Beziehung zu dem Zeitpunkt wichtiger und ich habe halt gewusst, wenn er nach dem Paris-Wochenende schon so komisch ist, wie jetzt dann erst nach einer Woche, das überlebt wahrscheinlich gar nicht. Selbst da überlegt sie, wie sind seine Befindlichkeiten, wenn sie jetzt in Urlaub fliegt? Wie sind seine Befindlichkeiten? Es ist. Du bist so gut für diese Welt, Delia, wirklich. Richtig, wenn eine Beziehung schon so anfängt, sollte man das nicht tun, aber ich hätte vieles nicht tun sollen und ich habe es trotzdem gemacht, von daher lassen wir das Thema. Jedenfalls habe ich ihm dann die Tickets bezahlt, ich bin mit nach Berlin nochmal gefahren. Und da stand eben auch die Einigung an einem Donnerstag. Das war der, muss ich im Kalender gucken, Juli, 4. Juli müsste gewesen sein, das war ein Donnerstag. Ich habe dann in der Stadt gewartet und er und Michelle haben sich getroffen für eben den Vertrag, den sie da aufgesetzt haben, den Einigungsvertrag. Die Punkte, die sie da ausgemacht haben, die weiß ich zum Teil. Und er hat auch immer gesagt, ja, in Zukunft, da will er dann nur noch, wenn die sprechen, mit seiner Partnerin teilnehmen, weil es ist ja auch irgendwie ungerecht, wenn er mit der Ex redet und so weiter. Das hat sie natürlich. Also das stimmt, Delia, du musst jetzt ab sofort immer dabei sein. Egal, ob ich mit Michelle ein Gespräch habe oder mit meinen 25 Anwälten. Ich möchte bitte, dass du zukünftig mal dabei bist, weil nur das ist fair, weil wir sind ja ein Pärchen. Wir sind ja wie siamesische Zwillinge. Wir machen alles zusammen. Die danach so oder so nicht mehr ergeben, aber ich glaube auch nicht, dass er das irgendwann mal gesagt hat zu irgendwem. Auf jeden Fall 4 Stunden habe ich dann gewartet, dann kam er wieder. Und er hat dann wirklich, an dem Tag habe ich mir übrigens auch noch eine Käsebreze kaufen müssen, weil er so Hunger hatte und sich noch nicht mal eine Breze kaufen konnte. Aber er hat wirklich sehr befreit gewirkt. Und das war dann wirklich, wir waren dann abends natürlich noch weg und haben das da irgendwie haben angestoßen da drauf und so weiter. Und in der Nacht war es zum ersten Mal und auch wahrscheinlich zum einzigen Mal so, dass er mich da einmal leidenschaftlich geküsst hat. Und da habe ich mir gedacht, cool, jetzt macht er endlich auf. Und überleg dir mal, also sie hat nicht nur gesagt das erste Mal, sondern auch wohl das einzige Mal, also in einem halben Jahr, wenn du das Gefühl hast, dein Partner ist zärtlich zu dir, dein Partner küsst dich einmal leidenschaftlich, und ansonsten hast du nur zu funktionieren. Jeden Tag, 24/7,
funktionieren, in welcher Form auch immer. Als Geschäftspartnerin, als Lebenspartnerin, als jemand, der vielleicht auch für seine Lüste offen sein muss. Du hast zu funktionieren. Und du steckst nur zurück, sagst deinen Urlaub ab, lässt deinen Freundeskreis links liegen, fährst nicht mehr auf Events. Du bist nur noch da für jemanden 24/7 und kriegst es null gedankt und kriegst noch nicht mal den Ansatz von Respekt zurück. Dem Zeitpunkt war auch das Michelle-Thema erledigt. Also da gab es nicht mehr diese endlosen Monologe, die haben mit einem Schlag aufgehört. Und ich dachte in dieser Nacht, okay, jetzt ist er frei, jetzt kann er aufmachen. Am Freitag musste ich wieder nach München, aber er war dann wirklich auch sehr, sehr zutraulich, sehr anhänglich und auch mit seinen Sprachnachrichten dann, als ich weg war, als ich nach München gefahren bin. Da habe ich ihm übrigens noch 40 Euro dagelassen, weil er sonst verhungert wäre wahrscheinlich. Seine Sprachnachrichten wurden richtig überschwänglich und ich habe gedacht, ja cool, das macht er endlich auf. Und das war auch gleichzeitig das Wochenende, wo zum ersten Mal Schluss war. Also ich bin am Freitag dann nach München gefahren und habe dann direkt vom Bahnhof aus mich mit meinen Freunden getroffen, weil es war nämlich Fußballspiel. Dann war ich im Biergarten, dann waren wir noch in einer anderen Lokalität, dann noch in einer anderen. Und er dann natürlich schon die ganze Zeit, ja, wann gehst du nach Hause? Wann gehst du nach Hause? Wo bist du? Wann gehst du nach Hause? Und ich habe dann gesagt, ja, ich nehme jetzt noch ein Taxi zum Paradiso hier in München, weil da wollen die anderen alle hin und von dort aus kann ich dann auch nach Hause laufen. Und keine Ahnung, ich bin das halt auch nicht so gewohnt, dass man da irgendwie über jeden Schritt jemanden informieren muss. Und ich bin dann spontan, oh mein Gott, noch mit 3 Schritten ins Paradiso reingelaufen, weil mich jemand reingeholt hat. Dann habe ich noch ein Getränk da drin getrunken und dann bin ich erst heimgelaufen. Dann habe ich, glaube ich, noch nicht mal geschrieben, dass ich daheim bin, weil, keine Ahnung, habe 2 Stunden geschlafen. Dann ruft mich meine Freundin an und sagt, ja, wir sind jetzt im Pimpernel. Komm, es war 5 Uhr früh und ich bin so, ja, noch total so in dem Modus drin, wo ich mir dachte, ja, also hast du 2 Stunden geschlafen, die Freundin siehst du sowieso nie und bin wieder aufgestanden und bin ins Pimpernel gelaufen, weil es ja auch in Laufnähe zu mir ist. Also waren da meine Freundin und noch eine andere Freundin und das war eigentlich ganz lustig. Und dann steht Lexi tatsächlich auch im Pimpernel gegenüber an der Bar. Und ich habe aber nichts gesagt und sie auch nicht, weil natürlich hat Mike sie bei mir schlecht gemacht und alles. Brainwash halt einfach. Und dann ganz am Ende, wo die Lichter angehen, kam Lexi dann zu mir her und hat gesagt, du, ich will, dass wir uns vertragen. Und dann haben wir uns die Hand gegeben und dann war eigentlich alles gut. Ja, ich bin dann noch mit meiner Freundin nach Hause gegangen. Ich war aber erst noch kurz im Palais, dann war ich beim Friseur. Und dann waren wir bei meiner Freundin, haben wir den ganzen Tag gechillt. Und ehrlich gesagt war ich auch mal froh, dass ich eine Mike-Pause hatte. Weil der hat mich ja nur vollgelabert den ganzen Tag. Den ganzen Tag, du bist ja nicht zu Wort gekommen. Um dich ging es schon mal 5-mal nicht. Und dann habe ich das wirklich genossen, dass ich wirklich auch mal Ruhe hatte. Wahrscheinlich habe ich mich deswegen auch noch nicht so oft gemeldet bei ihm. Und der Freitag war dann nämlich auch der Tag, wo das mit Ariel und Michelle war, der Streit, weil sie ja mit Mike geschrieben hat. Und dann hat er mich die ganze Zeit am Samstag angerufen, ja, ich habe ein neues YouTube-Video gemacht, Ariel ruft mich nachts an. Und ist mit mir am Telefon und redet und redet und versucht halt die Aufmerksamkeit von meiner Freundin weg zu sich hinzuziehen und hat mich halt die ganze Zeit mit diesem Video vollgelabert. Und ich so, du, boah, ich muss jetzt mal auflegen. Das hat ihm halt auch nicht getaugt. Aber da hat er auch mir gegenüber zugegeben, dass er Michelle halt gedeckt hat, sondern dass sie wirklich Kontakt hatten, weil sie noch was wegen der Einigung besprechen mussten. Okay, also hier nochmal bestätigt. Die Geschichte hatten Mike und Michelle miteinander geschrieben, wo Ariel das ja gesehen hat auf dem Handy und sie das abgestritten hat. Wobei sie hat es am Tag danach ja bei Ramon, glaube ich, sogar schon wieder richtig gestellt. Aber ja, hier nochmal die Bestätigung, es gab damals Kontakt und sie haben miteinander geschrieben, was legitim ist. Es ist in Ordnung, wenn noch Verheiratete miteinander Kontakt haben, weil sie Dinge klären müssen. Ohne Frage. Man hätte es nur vielleicht gleich einfach zugeben können, aber ich glaube auch, da hat Michelle draus gelernt. Auf jeden Fall hat ihm das dann nicht gefallen, dass ich da Zeit mit wem anders verbracht habe und nicht mit ihm die ganze Zeit am Handy gehangen bin. Und dann habe ich auch gesagt, du, ich werde wahrscheinlich heute Abend nichts machen, ich fahre dann halt einfach nach Hause. Ja, ich bin dann halt nicht nach Hause gefahren, um 10 Uhr abends, also von meiner Freundin weg dann,
nachdem wir den ganzen Tag gechillt hatten, noch kurz in die Kneipe gefahren, wo wir uns kennengelernt haben, weil da jemand war, mit dem ich mich auch schon lange nicht mehr getroffen hatte. Das habe ich ganz transparent kommuniziert. Ich habe gesagt, ich bin jetzt noch kurz im Onkel. Und da hat er gesagt, so eine Partnerin will ich nicht, die sich nur rumtreibt. Du hast gesagt, dass du nach Hause Genau. gehst. Das ist Vertrauensmissbrauch. Das, So eine Partnerin will ich nicht, die sich rumtreibt, die jetzt morgens sich noch mit Freundin trifft. Ich darf, während du irgendwie unterwegs bist, darf ich Damen mit in deine Wohnung nehmen, in dein Bett. Ich ziehe einfach die Bettwäsche ab, knickknack und so weiter. Oder schreibe mit fremden Damen, alles kein Problem. Lass mir auch gerne Geld schicken von alles in Ordnung, aber du bitte hast gefälligst, abends um 22 Uhr zu Hause zu sein, mir meine Nudeln mit Ketchup zu kochen oder mir eine Butterbreze zu schmieren. Oder Hackbällchen, wir wissen Dubai Hackbällchen. Ja, bitte, du hast zu funktionieren, wenn ich das sage. Ansonsten kann ich auch alleine leben. Also auf der Straße, ohne Wohnung. du das jetzt nicht eingehalten hast, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du gehst nach Hause. Du hast gesagt, du bist um 10 Uhr zu Hause. Jetzt bist du nicht zu Hause. So eine Partnerin will er nicht. Das ist Vertrauensmissbrauch. Ich sag, was ist denn daran Vertrauensmissbrauch, wenn ich mich spontan dazu entscheide, noch auf dem Sprung woanders vorbeizugehen, bevor ich heimgehe? Ich muss mich doch daran nicht halten, dass ich um genau 10 Uhr, Punkt 10 Uhr im Bett zu Hause bin. Doch. Zumal er sich da in Zukunft dann auch überhaupt gar nicht dran gehalten hat. Es ist so, oh, es Anderes ist so Thema. unfassbar. Und ich war natürlich wie vor den Kopf gestoßen, dass der jetzt auf einmal Schluss macht. Er ist auch nicht ans Handy gegangen. Ich habe dann natürlich, bin dann natürlich nicht heimgegangen, ich war völlig durch den Wind. Bin dann noch in der Kneipe drin geblieben. Und dann haben mich halt meine Freunde einfach mit ins Nachtleben genommen. Angeblich wurde er dann da angeschrieben von den Türstehern und was weiß ich nicht wem. Da, ah, deine Freundin ist da. Was ich merkwürdig finde, das kann ich mir auch fast nicht vorstellen, aber vielleicht war es ja so. Ich habe auf jeden Fall dann nachts um 3, also er war die ganze Nacht wach. Er hat auch immer, war auch immer online, hat alles gelesen. Und dann habe ich nachts um 3 nochmal versucht, ihn anzurufen. Dann hat er mich weggedrückt. Dann habe ich nochmal angerufen, dann hat er mich wieder weggedrückt. Mag nicht reden. Er wollte immer reden. Und das ist Aha. halt auch ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass er nicht alleine gewesen ist in der Nacht. Weil sonst hätte er nämlich sprechen können. Die Story mit dem Nachbarn, der sich dann bei mir gemeldet hat, Ah, dass. der WLAN-Nachbarn. Jetzt wird's spannend. Ja, das Auto von Michelle anfahren hat sehen, genau an dem Abend, parken hat sehen und beide mit einer Flasche Wein in die Wohnung hat reinlaufen sehen. Das habe ich gepostet. Er hat auch gesagt, er hätte gerne ein Foto gemacht, wie sie laufen. Das hat er dann nicht mehr geschafft. Deswegen gibt es so dieses eine Bild mit dem Zeitstempel. Ob es so war, ob es nicht so war, es gibt Indizien dafür. Auf jeden Fall, dass er nicht alleine war und die Story von dem Nachbarn passt sehr gut dazu. Ich kann natürlich nichts beweisen, aber es ist so, dass sich da einfach jeder mal seine eigene Meinung dazu bilden kann. Die habe ich mir auch gebildet, aber wie gesagt, naja, ich jedenfalls komplett durch den Wind. Bin dann irgendwann mal nach Hause, konnte natürlich aber nicht schlafen, weil ich total aufgedreht war, ich war total aufgewühlt. Und bin dann irgendwann halt natürlich wieder raus und saß dann bei Bekannten zu Hause. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Mike schon mit der Presse gesprochen hatte. Also hat er dann nachts noch direkt, ohne Vorankündigung, die Verlinkung rausgenommen. Aber daran siehst du doch, dass das alles von, das war initiiert, das war geplant. Der bricht einen Streit vom Zaum, damit er in der Nacht noch die Presse informieren kann, damit er Verlinkungen und Pärchenfotos bei Insta rausnimmt. Das war alles geplant. Boah, wie schäbig ist denn das? Fotos rausgenommen und hat dann direkt am nächsten Morgen, ohne dass wir gesprochen hatten, mit der Presse gesprochen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum macht er das? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Aber dann war es so wirklich, dass er. Doch, es macht Sinn, weil er Aufmerksamkeit bekommt. Es wird über ihn geschrieben, es wird über ihn berichtet, er bekommt Aufmerksamkeit. Die beste, größte Nahrung eines Narzissten. Ich-bezogene Aufmerksamkeit. Das einfach alles für die Medien nutzen wollte. Ich denke, das war schon von Anfang an noch so geplant, dass er mit dieser Beziehung wieder in die Medien wollte, aber gleichzeitig verhindern wollte, dass ich davon irgendeinen Vorteil habe. Deswegen hat er angefangen, mich schon von vornherein schlecht zu machen. Deswegen hat er ohne Grund einfach mal Schluss gemacht, hat es direkt alles kommuniziert. Warum er dann wieder zurückgerudert ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil er einfach in München eine Bude gebraucht hat, keine Ahnung. Jedenfalls hat er sich dann auch erst am nächsten Tag, glaube ich, um 1 gemeldet oder sowas. Hat er wahrscheinlich schön ausgeschlafen, keine Ahnung.
nachdem er mit der Presse geredet hat und wollte dann sich verabreden für ein Gespräch um 16 Uhr. Was ich dann gemacht habe, ich habe halt auch nicht weiter gewusst. Ich dachte auch, das ist endgültig, ehrlich gesagt. Und dann habe ich Lexi kontaktiert, weil ich mir dachte, ich brauche mal irgendwen, der ungefähr nachvollziehen kann, in was für einer Situation ich bin. Und dann wollten wir uns treffen. Das hat sich dann verschoben, weil mein Kumpel sagte, du kommst jetzt erstmal mit hier hin. Ich konnte mich da auch nicht wehren. Dann hat er gesagt, du gehst jetzt erstmal mit hier hin, dann gehen wir jetzt was essen, dann machen wir das, machen wir das. Und dann ja, habe ich sie in ihren Augen versetzt. Das ist natürlich auch scheiße gewesen. Ich habe mich dann wieder durchgesetzt. Irgendwann bin ich in die Stadt reingefahren, habe mich dann auch mit ihr getroffen. Dann hat Mike angerufen. Dann habe ich ewig lang mit dem telefoniert. Dann haben wir wieder aufgelegt. Dann bin ich mit Lexi in Haxtenkrill gegangen. Da saß noch eine andere Freundin, die hatte sich auch gerade getrennt. Dann haben wir ein bisschen geheult, alle zusammen, also die Freundin und ich. Dann hat Mike wieder angerufen und wir hatten ein extrem langes Telefonat, wo ich ihm halt einfach... Und war es nicht auch so, dass dort unter anderem bei diesem langen Telefonat Deli ja auch gefilmt wurde und fotografiert wurde? Kam mir zu Ohren, warum auch immer das gemacht wurde. Ich gesagt habe, du, wenn du die Erwartung hast, dass man sich so und so oft meldet oder dass es wichtig ist, dass man sagt, wenn man zu Hause ist, dann musst du das vorher kommunizieren. Dann muss man das auch in Zukunft einfach so machen. Ist überhaupt gar kein Problem. Also ich habe ihn dann da belabert. Und ich weiß nicht, er hat dann gesagt, ja, und ich will dich nicht verändern und ich kann dich nicht zwingen und lauter so komische Sachen. Also ich meine, mit einem Narzissten kann man auch nicht ordentlich kommunizieren, beziehungsweise wenn der schlechte Stimmung haben will oder irgendwas will, dann ist das so und da kann man auch nichts rational irgendwie dann lösen. Aber auf jeden Fall, das war ziemlich lange, das Gespräch. Dann haben wir uns versöhnt, die Bilder wieder reingemacht. Und dann kam das irgendwie raus, dass ich mich mit Lexi getroffen habe, beziehungsweise, dass ich 0:09 war. Das hat er so nicht kommuniziert bekommen von mir, weil es ging nicht um die letzte Nacht, als wir gesprochen haben, sondern es ging um das Schlussmachen allgemein, ob wir uns wieder versöhnen und was das Problem ist. Dann hat er wieder gesagt, das ist Vertrauensbruch, weil, mein Gott, ja, man kann ja nicht allein in den Club gehen ohne seinen Freund, ohne dass man da irgendwie 50 Nachrichten schicken muss. Natürlich nicht. Bitte allein in den Club gehen ohne den Partner und sich minütlich melden. Delia, du hast zu funktionieren. Wie oft muss er dir das denn noch sagen? Sorry. Auch ganz gut aufgefasst von der Community, als er dann diese Videos darüber gemacht hat. Ja, als Frau alleine fein geht natürlich nicht. Er hat das natürlich die ganze Zeit heimlich gemacht, logisch, aber das ist ein anderes Blatt Papier. Und dann gab es wieder Beef. Dann saß ich abends mit Lexi in Monaco und habe ein Bier getrunken, natürlich. Und dann hat er mich angerufen und ist fuchsteufelswild gewesen. Das kann man überhaupt noch nicht mehr erzählen, wie das war. Der hat gesagt, ich werde dich ruinieren, ich mache ein YouTube-Video über dich, ich packe aus, was du für eine schlechte Person bist, ich werde alles exposen, jeder wird es sehen, du wirst ruiniert sein, ich mache dich fertig, das Video habe ich schon längst gedreht, ich lasse es nur noch mal. Das Video habe ich schon längst gedreht, überlegt euch mal, Leute. Also wahrscheinlich wird es eh nicht gestemmt haben. Könnt ihr euch noch erinnern, wie er in Dubai saß und erzählt hat, er hätte eine Ex-Partnerin von mir jetzt im exklusiven Interview und die wird erzählen alles über mich, was für Leichen ich im Keller habe, auf was für abartige Sexualpraktiken ich stehe. Die Ex, auf die warte ich bis heute noch. Auf dieses Video und auf dieses Interview. Hatte sie doch keine Lust mehr oder gab es die nie? Ich weiß es nicht. Aber dass er Stories erzählt, will ich damit nur sagen. Also auch, der hatte kein Video abgedreht. Nix. Der wollte sie einfach erpressen. Punkt. Nichts anderes. Checken vom Anwalt und deine Koffer, die schmeiße ich raus. Ich hatte noch einen Koffer in Berlin stehen lassen, weil ich ja nur ein Wochenende weg war eigentlich. Und hat mir da übelst gedroht und ich konnte ihn ja damals auch gar nicht so einschätzen. Mittlerweile hätte ich gesagt, ja mach halt. Ja, damals genau. Habe ich wirklich Angst gehabt, dass er das macht. Du musst direkt sagen, ja, dann hau raus das Video. Hau raus. Und dann hättest du nämlich gesehen, dass das nur heiße Luft ist und nichts anderes. Hätte er wahrscheinlich auch gemacht. Und ja, war fix und fertig. Hab dann gesagt, du mach das bitte nicht, meine Familie und so, das muss doch nicht sein. Woher kommt diese Zerstörungswut, woher kommt dieser Hass? Aber der hat sich so in Rage geredet. Das war so das erste Mal, wo ich seine narzisstische Wut gesehen habe. Der hat sich komplett in Rage geredet. Das war der Wahnsinn. Ja, ich natürlich am Weinen. Und irgendwann hieß es ja, also gehst jetzt mal, also wir reden nochmal weiter, ich soll nach Hause gehen und dann halt in der Küche mich nochmal melden, keine Ahnung.
Dann haben wir bis nachts um 4 geredet. Er hat dann aber tatsächlich auch die Beweise dafür bekommen, dass ich mit Lexi war. Das gab es dann natürlich auch wieder Stress. Aber am Ende... Woher diese Beweise wohl kamen? ...haben wir uns vertragen. Er hat gesagt, ich will nie wieder, dass du wegen mir weinst. Und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ja, dass alles wieder von vorne losging, wissen wir. Aber... Das erzähle ich dann im nächsten Video. Ich weiß nicht, ob das nächste Video dann schon drüber ist. Wahrscheinlich schon, da wird es dann richtig delikat. Zumal ich gestern Sprachnachrichten bekommen habe, beziehungsweise Aufnahmen, die er von mir gemacht hat. Ja, da kann ich auch schon mal sagen, ich möchte da auch nicht zu viel teasern, aber sie hat Sprachnachrichten bekommen. Und er hat in der Tat, hat er, sie, könnt ihr euch erinnern, dass Mike heimlich Michelle aufgenommen hat? Ihr könnt euch erinnern? In der Konfrontation mit den Kindern. Das hat er bei ihr wieder gemacht. Er hat auch sie heimlich aufgenommen. Es ist unfassbar. So ein widerlicher Charakter. So ein widerlicher Charakter. Als wir uns gestritten haben, ich habe festgestellt, dass ich relativ ironisch war zu ihm und ihn auch nicht so da relativ gut gekontert habe, aber diese Boshaftigkeit, die in diesen Aufnahmen durchkommt, die er dann auch noch verschickt hat, obwohl eigentlich er komplett schlecht wegkommt da drin. Das macht mir nochmal deutlich, wie schlimm das eigentlich alles war. Das hatte ich schon komplett verdrängt. Ich habe mich beraten. Dadurch, dass er diese Aufnahmen von mir heimlich gemacht hat, kann ich die auch abspielen im nächsten Video, weil er hat es ja illegal gemacht, also kann ich es auch so abspielen. Genau. Das wird nochmal richtig interessant. Und freuen wir uns drauf. Schneide ich jetzt mal das Video. Das ist mein zweiter Testpfannkuchen. Mal gucken, wie der wird. Und dann bis nächstes Mal. Ja, freuen wir uns drauf. Drittes Video, wenn es dann um Dubai geht. Glaube ich, eine ganz spannende Zeit, da nochmal zu verstehen, was war da alles los mit Patrick Bayata, mit seinen Ambitionen in Dubai durchzustarten und so weiter und so weiter. Das wird auf jeden Fall, finde ich, bin ich mir sicher, sehr spannend.